Hallo und willkommen zu diesem neuen Video und in dem heutigen Video gibt es mal wieder eine Lego Unboxing. Ich will auch nicht lange rumschnappeln, fangen wir an, weil wir haben heute drei Sets zu unboxen. Es sind zwei kleinere und ein größerer Set und das wollte ich halt nicht in einen drei separaten Videos machen, weil das wäre echt lächerlich. Weil hauptsächlich auch zum Beispiel einer davon ein Polybag ist und das als separates Video zu machen, ist bescheuert. Also fangen wir an mit dem Polybag. Also der Polybag. Weswegen habe ich es mir gekauft? Ich habe die Figur schon. Also es war wegen der Drohne. Also was hier Lego angerichtet hat, das ist einfach genial, wie das aufgebaut ist. Also wirklich, das da ist wirklich genial, wie das aufgebaut ist. Wirklich. Es gab ja auch eine schwarze Variante, die halt überhaupt nicht zum Film gepasst hat. Und dann gab es, das habe ich auch unboxed, und zwar diese große 4-Plus-Set, wo auch eine Drohne drin war, aber das war halt scheußlich. Also, das war halt so eine große Drohne. Also, man sieht halt, dass halt, den Unterschied, dass halt das für, so gesagt, ältere Personen ist und der 4-Plus-Set halt für 4-Plus, Kinder ist. Kommen wir jetzt zum Eternal Set. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Also zum Eternal Set. Für 10 Euro finde ich es einen sehr guten Set. Es gibt zwei Minifiguren und einen Deviant in dem Set. Der Deviant schaut, um ehrlich zu sein, wirklich geil aus. Also ist halt klein auf jeden Fall. Aber im Film gibt es auch verschiedene Varianten von Deviants, kleinere, größere. Also das ist halt wirklich sehr gut gelungen. Auch mit diesen Flügeln. Was ich halt mega abfeiere. Obwohl das wirklich, also nicht anstrengend, aber ja, ein bisschen anstrengend war, das Ganze aufzubauen, immer denselben Sachen, immer dieselben Sachen zu tun. Aber ansonsten, und kommen wir jetzt zu Minifiguren. Erstmal ist hier ja Icarus. Und
Hier ist dann noch Sprite. Also die beiden Minifiguren sind halt, ich meine, eigentlich sehr gut verteilt. Nur halt, man kann halt die einzelnen Tonnes ja nicht in so kleinen Sets halt kaufen. Das ist das einzige Problem. Der Flügel fällt echt schnell ab. Sondern man muss halt immer alles kaufen, was halt verständlich ist. Aber ich kaufe halt zum Beispiel den Domo, also den Schiff von den Eternals. Und da ist schon Icarus drin. Und eigentlich kauft man dieses nur wegen der Sprite-Minifigur. Weiß ich nicht. Also, ja, kommen wir jetzt zum Shang-Chi-Set. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. Also kommen wir zum Shang-Chi-Set. Erstmal kommen wir jetzt zum Auto, würde ich sagen. Also erstmal die Morris-Figur. Ist eigentlich echt geil, dass sie es reingebracht haben. Also und wirklich ein extra anderen Texture oder wie das heißt. Also ja, gemacht dafür ist wirklich geil. Ja, kommen wir weiter. Und zwar würde ich sagen zum Katie-Figur. Also der Kid-Figur ist eigentlich, ja. Aber ich hätte auch ne, also den normalen Outfit von ihr eher für das da verwendet. Und nicht halt, den er in der Stadt halt anhat. Kommen wir jetzt zur Shang-Chi-Minifigur. Und über den müssen wir nicht reden. Also, der ist wirklich geil gemacht. Auf jeden Fall. Was man kritisieren kann, aber ich finde es bei dem Figur eigentlich nicht notwendig, ist halt die Beinprints. Aber ja, also ich finde, man kann es auch weglassen bei dem Minifigur. Kommen wir jetzt weiter zu den anderen Figuren. Und zwar zu Shang-Chis Vater, Wen Wu. Die Motorräder auch sehr nice, dass man auch was anderes momentan halt reinbringt. Und der Wen Wu-Figur ist einfach nur, würde ich sagen, perfekt. Beinprints, die 10 Ringe, Armprints halt nicht, aber ich weiß auch nicht, ob er irgendwas an den Armen hatte momentan. Maximal, dass er halt nicht so ganz über seine Hand eine Shirt hatte. Das würde ich halt noch vielleicht so machen, dass er halt so halb bis hierhin so aufgeschoben ist. Also ja. Und kommen wir weiter zur Razor Fist. Und da würde ich auch sagen, dass seine gelungene Figur ist mit dem Schwert, das er hat und so weiteres. Und der hat denselben Motorrad, nur mit einem blauen Sideprint und nicht mit einem pinken. Und dann kommen wir zu den Kanonen. Also damit muss ich echt sagen, werden, glaube ich, Kinder sehr gerne spielen, auf jeden Fall. Ich werde es wahrscheinlich auseinanderbauen. Aber ja, also es gibt ja diesen
wo man das da drückt und dann es hier rausfliegt. Und einmal mit dem, ich glaube, die heißen Flickfire Missiles, aber ich bin mir nicht sicher. Oder die heißen so, ich weiß es nicht. Und was ich halt nicht verstehe, warum man das da dazu gegeben hat. Ja, aber einfach nur dazu ist es eigentlich geil. Und da kommen wir jetzt zum Preis. 30 Euro für das da. Also ich hätte mehr erwartet für 30 Euro. Ja, aber das war's dann auch mit diesem Video. Wahrscheinlich kommt bald noch ein Unboxing, also Unboxing-Aufbau-Video, aber nicht von Legos, sondern von einem PC. Ja, ich hatte schon längere Zeit vor, einen PC zu kaufen. Also, ja, zu kaufen. Und wir hatten es bisher vor, dass ich es halt bestelle und das da fertig gemacht wird. Aber wir haben uns jetzt dann uns entschieden, dass ich es selber zusammenbaue. Worauf ich hier gerade schon mega aufgeregt bin. Ja, ich habe schon alles durchgeschaut, wie das gemacht werden soll. Wahrscheinlich kommt es diese Woche, wenn es nicht, dann nächste Woche. Aber ja, ein paar Teile stehen schon hier, also der Gehäuse zum Beispiel und so weiteres. Aber dazu noch ein separates Video dann. Also, bis zum nächsten Mal.